Hey Jungs, dachtet ihr euch auch schon mal, Mensch, wäre voll romantisch auf einem Dorf zu leben? Ehrlich gesagt nicht, ne. Hast du die Erfahrung schon mal gemacht? Ne. Das Problem ist, dass jeder dich kennen würde, früher oder später. Dann Wie hast du eine Freddy. gewisse Rolle und willst du dann der Typ sein, der seltsam ist? Die Sache ist, Oder nicht? ich lebe halt am Rand einer Stadt, die jetzt auch nicht die größte überhaupt ist. Deswegen habe ich sowieso nicht mit so vielen Leuten zu tun und dann schätze ich es aber doch, dass ich trotzdem große Geschäfte bei mir habe. Also, ich Na, das ist eine glaube, nette Sache. das sehe ich dem Dorfleben Ich auf glaube, das jeden Fall ist bei mir vor. ähnlich. Bei mir ist zwar auch eine Stadt, aber es kommt mir nicht vor wie eine Stadt, weil wenn du in die Stadt Ja. reingehst, dann ist da eigentlich nicht viel. Ist ganz ruhig bei mir. Ja, Ich wohne aber direkt trotzdem habe neben ich. einem Kaufland, das reicht nicht. Ja, trotzdem, ich bin auch in der Nähe von einem Lidl. Aber Das lohnt sich. es gibt schon. Ja, wir haben schon große Läden. Wie Bevor, gesagt, trotzdem also ist ich es wohne ruhig. direkt an der Ausfahrt von der Stadt halt und Dass ich du. habe nicht viel mit den Stadtleuten zu tun. Aber ist so ein bisschen best of Außer. both worlds. Du Ja, genau. hast das entspannte, natürliche, nicht den ganzen Stadtstress so sehr, aber du kannst auch zum Mediamarkt gehen, wenn du möchtest. Und ein paar Okay, Spiele für die Apokalypse horten. den gibt's bei mir in der Stadt leider nicht, Leider bei aber mir auch nicht. in 20 Minuten erreiche ich die nächste Stadt, da gibt's dann einen, also von daher ist okay. Ist erreichbar. Wie auch immer. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor die beiden das so lange ausgeführt haben, wir spielen ein bisschen Dorfromantik. Hättest du dich fragen dürfen. Das war Das dein Fehler. ist nicht, dass ihr das so sehr ausführt. Ist ein Dorfromantik. gutes Thema. Ja, es ist ein gutes. Können wir gleich noch weiter drüber reden. Ich habe nur schon eine halbe Welt aufgebaut, während die Leute noch nicht mal eine Ahnung haben, was hier passiert. Obwohl sie haben den Titel gesehen. Sie wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Nettes kleines Spielchen. Ich platziere hier diese Sechsecke. Und baue so ein Dorf auf und Umgebung und so. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Das Fakt, erinnert das mich hätte ich vor allem nicht an setzen das sollen. Siedlerbrettspiel. Ja. Spielen wir ein richtiges Videospiel oder nur ein dämliches Brettspiel, Raki? Es gibt eine Oh. Brettspielversion davon. Ach, die würde ich gerne spielen mit meinen Freunden. Es ist sogar, kann man sogar ein bisschen patriotisch sein. Das ist ein relativ erfolgreiches deutsches Spiel. Das kommt auch ab und zu mal vor. So wie Gollum. So wie Far Cry 1. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade um die. Far Cry ist ein deutsches Spiel. Es ist von Crytek entwickelt worden, der erste Teil, und das ist ein deutsches Unternehmen, glaube ich. Oh, ich hatte vermutlich eine Ahnung, aber ich habe es wieder vergessen. Ist okay. Das ist ein gutes Zitat. Vermutlich hatte ich eine Ahnung, aber gerade wusste ich es nicht. Ja, manchmal denkt dein Gehirn sich so: hey, diese Informationen, die speichere ich jetzt irgendwo anders ab. Ich verweigere dir kurz den Zugriff darauf, aber kriegst du später wieder. Sagst du, hast du das auch immer in der Schule gesagt gehabt? Ich wusste es, aber gerade eben habe ich's. Ah, nee, Ist es mir nee. nicht eingefallen. Wenn's der, wenn, wenn, der, wenn nach langem Rumstrucksen dann der Lehrer jemand anderen drangenommen hat, dann war man so: ah ja, na klar, jetzt weiß Natürlich. ich's wieder. Ah, natürlich, Napoleon. Ja, man muss halt schlau sein und so tun, als hätte man eine Ahnung. Du musst dich ja auch irgendwie, keine Ahnung, manchmal musst du dich melden. Und muss dann so machen, ah shit, gerade wusste ich's noch, ich habe gerade Ja. einen Blackout. Verdammt. Das hab ich auch Meine, ich manchmal. glaube, davon habe ich schon erzählt. Meine Taktik war es, wenn ich kam, wenn sich jemand gemeldet hat, dann, und er wurde drangenommen, da habe ich mich im letzten Moment, habe ich quasi meinen Ja. Arm gehoben und es so getan, als wär mir das gerade eingefallen, aber Das es ist schon zu Problem. spät. Ja, Problem ist, wenn die aber Lehrer dich dann bemerken und danach dich noch dann dran dran nehmen nehmen. wollen, ja. Was So. wolltest du sagen, Daniel? Nee, nee, ich wollte das Gleiche sagen, alles gut. Würdest du dem Nee, nee, soweit das ist. zustimmen? Ich würde mir auf die Schulter klopfen. Das ist immer das Schlimmste, wenn du. Das war immer die Sache, die man. Ich glaube, eine Lehrerin hat das so gesagt: so, ja, wenn du das auch wusstest, dann klopft euch auf die Schulter. Das habe ich dann auch immer gemacht. Auch wenn er es gar nicht wusste. Auch wenn ich es nicht wusste. Manchmal ist es aber so, wenn ich was wusste und nicht drangenommen wurde, dann wurde ich Dann bei der warst du nächsten Frage sauer. drangenommen. Aber da Ja, wusste ich dann halt wusstest du es natürlich auch nicht. nicht. Dann hast du dir gedacht gehabt, ich habe mich nicht für diese Frage gemeldet. Ja, wenn du dich meldest und plötzlich geht das, oder das Gespräch geht in eine komplett andere Richtung irgendwie.
Ja, und dann wird deine Note schlecht. Und dann wird das, was du sagen willst. Weil er denkt, du bist ein Vollidiot. Ja, oder das, was du sagen willst, passt dann gar nicht mehr zu dem, wo das Gespräch vorher war. Keine Ahnung, es ist wie in unseren Let's Plays. Wir reden über, keine Ahnung, Pokémon, Daniel will was beitragen und plötzlich reden wir über die Gefahren des Rauchens. Mask. Und dann kam Daniel nichts mehr beitragen. Ah. Da denkt er sich, oh, hätte ich doch mal Majora's Mask gespielt. Wie die coolen dann Kids. Jetzt. Ich wünschte, ich wäre so selbstbewusst gewesen und gesagt, wisst ihr was? Fickt euch, ich spiele jetzt Majora's Mask. Ihr könnt mich machen. Fickt euch, Jungs, ich gehe nach Hause. Mitten im Unterricht und dann hört man im Unterricht vom 3DS din. Ich hatte mal einen Mitschüler, der hat seinen 3DS mit in den Unterricht gebracht. Hat er in eine Pause mitgespielt. Das habe ich auch manchmal. Ja. Ich glaube, ich habe das vor kurzem auch schon mal erzählt, aber manchmal habe ich das auch im Unterricht getan. Ich habe den 3DS in meine Mappe gesteckt und habe die Mappe auf den Tisch gelegt. Boah, so richtig. Ich habe mich nie getraut, Konsolen mitzunehmen. Ich hatte einmal, das war aber tatsächlich wegen Unterricht, so eine Sache, da habe ich mein Game bei Micro mitgenommen, weil ich glaube, das Thema war ein. Nicht direkt. Das ist mein Game bei Micro. Es war, glaube ich, in der 5. Klasse. Das Thema war irgendwie sowas wie. Musste ein Stück Geschichte von zu Hause mitnehmen und ich dachte mir so, shit, ich hab ja gar nichts. Dann habe ich einfach meinen Gamer mitgenommen und weißt du, während die anderen Kinder ihre NS-Uniform von ihrem Opa mitgebracht haben, hat Daniel sein Game bei Micro mitgebracht. Ja, manche haben wirklich solche, keine Ahnung, ich glaube, einer hatte so, wie heißt das? Brett, womit du Weizen geschlagen hast, irgendwie. Ein Brett, mit dem man Weizen schlägt. Das war so wie so ein Holzbesen. Nur am Ende war kein Besen, sondern es war einfach nur ein Brett mit einer Kette dran. Und dann, ich weiß nicht, wie das Werkzeug heißt. Ich hasse es, wenn Dani sich Dinge ausdenkt, die nicht existieren. Ich auch. Lass mich in Ruhe. Nee, ich weiß, wovon du redest. Das nennt sich Drescher oder so. Mähdrescher. Nee, einfach nur Drescher. Das habe ich mal, in irgendeinem Grimmschen Märchen habe ich davon gehört. Ja, auf jeden Fall ist eines von den Sachen. Die Brüder Grimm, die sind schlaue Leute. Das waren fuchsige Kerle. Ja, haben sich gedacht, Alter, wir sollten mal Märchen aufschreiben für die nächste Generation. Kann Daniel sie noch seinen Kindern vorlesen? Ja, wir hatten sowas auch mal, so ein irgendwas aus der Geschichte mitbringen in der 5. Klasse. Weil uns da, ich glaube, wir hatten mit Zeitzeugen angefangen, was alles Zeitzeugen sein könnten. Das wurde uns da dann beigebracht. Und ich glaube, ich habe irgendein altes Buch von meinem Opa mitgebracht aus den 50ern oder sowas. Und dann stelle ich mir wirklich vor, wie Daniel da mit seinem Gameboy ankommt. Das hat nicht mal geschichtlichen Wert für seine Familie. Wertvolles Familienerbstück. Nee, war es wahrscheinlich gar nicht mal. Er hat den einfach nur so gefunden oder so. Passt natürlich. Der hat bestimmt nicht seiner Mutter gehört. Es war einfach nur, oh, na gut, ein Gameboy ist älter als ich. Der Gameboy Color, der Gameboy Micro wurde seit Generationen weitergegeben in Daniels Familie. Das ist sehr disrespectful, wie du gerade hier rüber redest. Daniel, ich wollte dich nicht verletzen und deine Familie schon gar nicht. Ist okay, außer du möchtest weg. Okay. Außer du willst verletzt werden. Das heißt, du hast gerade gegen eine Wand geredet. Ja. Und Raki. Normalerweise. Warum ist das quasi dasselbe. Ich wollte noch was sagen zu dem Uniformspruch. Daniel hat nur seine NES-Uniform mitgebracht. Ja. Jo. Tja, halt sowas, ne? Erinnere ich mich gar nicht dran, ich sowas mal gemacht zu haben. Wir haben mal mit Zeitzeugen, sollten wir natürlich mal reden. Das gehört ja, ich glaube, das macht jeder irgendwann mal in irgendeiner Klasse. Aber es war direkt das erste in der 5. Ja, ich glaube 6., 7. irgendwann. Ich glaube, dann habe ich mit meiner Großtante oder so geredet. Ich glaube, das mussten wir nicht machen. Ich muss nicht. Wieso nicht? Ich glaube, wir waren was Besseres als ihr. Ja, wir waren einfach was Besseres, ihr Typen. Ist keine Beleidigung eingefallen. War es bei euch auch immer so, wenn ihr für die Klassenfahrt so ein Zettel bekommen habt, wo so halt die Informationen draufstehen, dass da sowas auch draufsteht wie Gameboys nicht erlaubt. Nee.
Bei mir war das noch, ich dachte mir so, Alter. Warum sollte das nicht erlaubt sein? Das ist noch im Zeitalter vom 3DS und so. Die wollten halt einfach sowas schreiben wie keine Spielkonsole oder so mit aber dabei warum? Haben. Auf der Klassenfahrt. Ja, sonst nimmt Daniel sein Gamecube mit, wenn die nicht verboten sind. Ab der 10. Klasse war das anders, da habe ich auch meinen 3DS mitgenommen. Auf Klassenfahrten hatte ich immer meinen DS oder sowas. Wieder, ja. Es war doch das Normale. Ich meine, ich hatte keinen DS, ich war traurig. Sonst durfte man das halt einfach nicht. Die anderen Leute hatten ihre DS dabei. Die haben das Wort Gameboy halt immer noch als Synonym irgendwie verwendet für sowas. Also ich dachte, so alte Leute sagen immer, das ist ein Nintendo oder so zu jeder Konsole. Wenn ich ein Lehrer wäre, dann würde ich auch das encouragen eigentlich, weil es sind ja immer lange Busfahrten irgendwo hin. Und du willst doch nicht einfach, dass die Kinder da nicht zocken, sondern die auf den Sack gehen. Ja, die sollen schön da hinten in ihrer Ecke, Raucherecke vom Bus sitzen und dich in Ruhe lassen. Genau, sonst würden sie nämlich ein Feuerzeug mitnehmen und den Bus anzünden wollen. Ja. Gengo war auf einer interessanten Schule. Ja, das war die Lächle-Nicht-Erziehungsschule. Lächle-Nicht. Was wurde denen da abtrainiert? War das nicht nur eine Sommerschule? Nicht für die Witze. Ich war aber ganzjährig da. Da kannst du mal sehen. Ja, es ist komisch, dass deine Lehrer das verboten haben. Ich bin auf jeden Fall auf Gengos Seite. Bei Gengo, deinen Lehrer, hättest du zocken dürfen. Ja, da hättest du Socken bekommen. Die Socken von ihm, die werden aber auch schön gewaschen bis Montag. Ja. Das ist eure Hausaufgabe. Wasch meine Wäsche. Deine Hausaufgabe, wasch meine Socken. Jo. Wenn die bis Montag nicht fertig sind, dann kriegt ihr eben eine 6. Wenn die nicht glänzen. Wenn diese Socken nicht glänzen und ihr ein neues Update bekommen, dann werde ich sehr wütend. Hausaufgabenstriche waren für mich wie so, Gefängnisfreikarten. Habe ich sie missbraucht? Da dachte ich mir, ja, okay. Ich habe noch 2 Striche frei, heute brauche ich es nicht machen. Ich habe das immer wirklich angewendet, wenn ich wirklich, wirklich keine Lust hatte. Ja, aber irgendwann ging das auch nicht mehr. Zu machen. Nee, ich habe die auch immer so last minute, entweder das oder mitten in der Nacht einfach so schnell hingerotzt. Ja. Keine Ahnung. Die gucken halt nur kurz drüber und das war's. Bei der Stunde eben, noch mal du kannst doch einfach irgendwas hinschreiben in den meisten Fällen. Es muss nur irgendwie thematisch passen. Die schauen da rüber, okay, Napoleon, bla bla bla. Meistens habe ich halt irgendwie was aus Stunden irgendwie davor genommen, wo ich mir Notizen gemacht habe und habe da einfach nur die passende Überschrift draufgeschrieben und das als Hausaufgabe verkauft. nur in ganz wenigen Fällen gucken die halt wirklich ein bisschen mehr drauf. Ja, und wenn sie mehr drauf gucken, dann hast du Pech. Ich kann mich an einen Lehrer erinnern, der immer so genauer drauf geguckt hat. Wollte auch die Nummern wissen und so, zu was kam halt irgendwie, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, da musste man ein bisschen erklären, aber ansonsten. Ja, das gab es auch manchmal. Es gab es immer, hattet ihr auch so Mathe-TÜs? Mathe-TÜs? So tägliche Übungen. Nee, wir hatten so einen Ordner, den haben die immer in den Vertretungsstunden geholt und dann gesagt, hey, keine Ahnung, mach los, macht Mathe. Ne, Mathe und Geschichte, da hatten wir das halt immer am Anfang von der Stunde, da wurden irgendwie so 15 Aufgaben gestellt und die müssten wir mal extra in so kleinen Heftchen lösen und am Ende wurden die halt mit der ganzen Klasse verglichen. Das Weirdeste, was mir je passiert ist, ist, dass ein Lehrer, den ich nicht mehr hatte in irgendeinem Fach, ist einfach mal eine Vertretungsstunde gemacht, und hat dann ein Diktat mit uns geschrieben und das am Ende der Stunde eingesammelt. Er hat einfach ein Diktat mit uns geschrieben. Und dann denkst du dir, was soll das? Das ist doch mehr Arbeit für dich. Solltest du das tun? Das hätte ich ihm sagen müssen. Ich weiß noch, ich hatte auch mal einen Lehrer, der hat mich dann auch erwischt, dass ich meine Hausaufgaben abgeschrieben habe. Aber der hat gemeint gehabt, weißt du, das ist schlau. Geschichte aus dem Paulanergarten. Du gefällst mir, Kleiner. Also ist nie passiert. Und dann hat die ganze Klasse geklatscht. Ja. Und dann wurde ich zum Klassenkönig aufgestanden. Dann wurde ich zum Klassenkönig gewählt. Klassenkönig Gengo. Der Erste. Der Einzige. Hä, aber er hat dich nicht dafür bestraft dann auch. Ich hab mir das ausgedacht, Daniel. Es war doch so.
Oh Mann. Das wäre cool. Gengo wieder alles. Wäre eine coole Geschichte gewesen. Ne? Ey, ich hätte ihm das geglaubt. Ja. Ich hab Lehrer, die halt so locker. Ich hatte Lehrer, die auch so locker waren. Ja, ich auch. Deswegen war das jetzt nicht so abwegig. Vielleicht ist es mir auch mal vorgekommen, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Aber vielleicht ist dieses sehr realistische Szenario, das du gerade erzählt hast, vielleicht ist das ja wirklich mal passiert. Also, nee, das mit dem Klassenclown nicht, aber ich meine jetzt wirklich so ja, das ist schlau. Dieser Kommentar halt, als ob das jetzt so abwegig wäre, komm schon. Nö, würde ich auch nicht. Also ich als Lehrer würde mir, glaube ich, auch denken, okay, der weiß, wie er sich durchmogelt. Das ist ein guter Skill in der echten Welt. Wir hatten einen Lehrer, der wurde immer richtig emotional. Der hat auch einmal, weil keine Ahnung, die ganze Klasse irgendwie die Hausaufgaben nicht gemacht hat, hat er einen Stuhl umgeworfen. Und halt diese typischen Reden gehalten von wegen, keine Ahnung, 20 Jahre Lehrer sein und so. Ja. 20 Jahre Lehrer sein ist mir noch nie so jemand wie Daniel untergekommen. Das Schönste ist, meistens sind es auch irgendwie die Lehrer, die sich so sehr darüber aufregen, die davor immer sowas meinen wie, ja, ist ja eure Zukunft nicht meine. Ja! Ich meine, dann halt doch die Klappe. Recht. Also die Klappe da hast du ist recht, und jetzt Zukunft. Lass mich trotzdem faul hier rumliegen. Jetzt ist wirklich so. Als Kind denkt man, man wäre unangreifbar. Als Kind denkt man, die Lehrer würden nachts in der Schule eingeschlossen. Ja. Ja. Als Kind denkt man sich, wenn wir alle 25 Klassenmitglieder jetzt zusammen auf den einen einzigen Lehrer einprügeln würden, dann würden wir gewinnen. Was wollen die tun? Die können uns nicht alle verweisen. Echt mal. Können sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja, aber keine Ahnung. Das, ja, aber dann hätten sie keine Schüler mehr. Oh nein, Lehrer hassen es nicht, unterrichten zu können. Jo, einfach die ganze Schule lehnt sich auf. Ist einfach so eine Rebellion wie im Gefängnis, irgendwie so ein ja, genau. Aufstand. Gefängnis und Schule haben bekanntlich viel miteinander gemein, Daniel. In beiden gibt hat es sich so angefühlt, Leute, die Mundharmonika spielen, manchmal. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, in beiden gibt es Leute, die Haarausfall haben. Kommt drauf an, welche Klasse. Weiß nicht. Na, wenn du es nicht weißt, dann kann ich es auch nicht wissen. Madie, ich wünschte manchmal, Gengo würde mehr wissen. Ich weiß ziemlich viel Wissen. Ich kann dir... Stell mir eine Frage und ich beantworte sie dir. Wie viel wiegt dein Atom? 12. Okay. Daniel, was ist die Hauptstadt von Miami? Miami City. Amazon. Bisschen Amazon. Bisschen Shopping. Y City. Ah ja, freust du dich aufs neue GTA, Daniel? Das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd. Ja, aber man kennt ihn quasi dafür. Man kennt ihn quasi dafür. Man kennt ihn nur durch GTA, oder? Nein, GTA-Roleplay-Jungs hängen jeden Tag rum auf dem Roleplay-Server. Mit Ricky Mania. Ich habe halt echt keine Ahnung von... Ich habe halt noch nie wirklich Roleplay gesehen, irgendwie. Ich habe immer, wenn ich versucht habe reinzugucken, dachte ich mir, ich verschwende irgendwie meine Zeit. Ihr verschwendet meine Zeit. Nico wollte das einmal mit mir machen, aber da war er noch nicht 18, das heißt, er durfte da nicht mitmachen. Und ja, glaube ich, hatte auch nicht so viel Interesse dran, da. Deswegen ist es gleich gestorben wieder. Hey Nico, wenn du das hier siehst, Gengo hat immer noch Bock. Stellst mir aber auch nicht so spannend vor. Na, kann ich euch gleich eine lustige Geschichte erzählen, wie ich fast in sowas reingeraten bin, es aber nie stattgefunden hat. Okay. Zu meiner Let's Player-Zeit, das ist damals. Das ist lange her. Es gab ein Spiel das auf Steam, das hieß Unturned, das war kostenlos, das war so ein DayZ-Klon irgendwie, kennt man. Ja. Und jemand hat mich dann gefragt, yo, willst du bei diesem Projekt da mitmachen, da machen auch die und die Person mit, die ich auch kannte zu dem Zeitpunkt halt, und ja, da macht die und die Person mit.
Ich dachte so, ja, warum nicht? Und ich dachte halt irgendwie so, ja, es wäre halt so ein ganz normales Let's Play, weißt du, man. So, wie man es halt kennt. Und als ich schon in diese Skype-Gruppe war, hat sich herausgestellt, so dass sie die ganze Zeit, dass sie die ganze Zeit davon reden, so, welche Rolle wer spielt und ist irgendwie das hier sowas. Among Us oder was? Und was für eine Story man nachspielt. Und ich dachte mir so, oh nein. Moment. Dann habe ich den Typ nochmal nachgefragt. So, ja, was, ich dachte, das wäre. Ich dachte, wir machen was Normales. Was Normales? Ich dachte, wir spielen Videospiele und reden dabei und nicht so ja, ich was. Dachte reden wirklich, und dabei Videospiele spielen. Er hat mich da reingezogen. Und ja, dann meinte er so, nee. Da gab es also ja. Eine Misskommunikation. Dann hab ich aber nichts mehr gesagt. Ich habe nicht irgendwie gesagt, so, ja, sorry, dann war ein Missverständnis, sondern ich habe dann gedacht, so, ich akzeptiere mein Schicksal, ich werde da jetzt mitmachen. Oh. Ist aber nichts draus geworden. Ah, sonst hast du aber Glück gehabt. Ja, stell mir vor, sonst wäre... Wir wollten das wirklich so aufziehen, so mit, als so Serie irgendwie. Alter, dann wäre Daniel... Wir wollten quasi ein Let's Play machen, ohne dass sie Let's Played haben. Ja. Daniel, du wärst heute GTA Roleplayer, wenn das damals geklappt hätte. Vermutlich, ne? Wenn ich das gemacht hätte und... Es führt ja quasi keinen Weg daran vorbei, dann das andere zu tun. Ja, das ist miteinander verknüpft. Schon wieder verbaut. Es war quasi wie ein Was? Es war quasi wie ein Pen and Paper, nur ohne Pen and Paper. Ja, das ist wieder was anderes. Das finde ich klingt immer interessanter, so, keine Ahnung, Dungeons and Dragons oder ja, Roleplay. Wenn das du wirklich mit dem Gedanken daran gehst. Ja, das Problem dabei ist, dass bei GTA oder generell bei solchen Spielen bist du ja trotzdem noch sehr begrenzt, was du da halt machen kannst. Aber Pen and Paper, da denkst du dir extra das aus, was du halt machen willst. Ich hab's ja schon zweimal gemacht, das ist auch ganz cool. Okay. Aber da braucht man die richtigen Leute auf jeden Fall für. Ja, meistens bei so kreativen Kram. Ja, mit so fremden Leuten würde ich das auch nie machen. Das ist generell Roleplay, meine ich. Ja. Würde ich mich so null trauen. Das wäre das schlimmste Roleplay, was jemals jemand gesehen hätte. Das einzige Roleplay, was ich, glaube ich, sonst nur gemacht habe, ist irgendwann 2020 rum. Da habe ich, glaube ich, mit Yannick ab und zu ein bisschen auf VR-Chat rumgehangen und wir haben einfach Leute verarscht. Haben denen irgendeinen Schwachsinn erzählt. Dass wir irgendwie von der Kripo sind oder sowas. Bis die Kripo gekommen ist. Von der Kripo. Und dann währenddessen hast du deinen Shrek-Avatar. Das ist eine VR-Kontrolle. Nee, ich hatte, mein Avatar war immer Maui aus Moana. Ich weiß aber nicht mehr warum. Oh mein Lieblings-VR-Clip ist, wie jemand zu so einer Gruppe Kindern geht und weißt du, so ganz normal mit ihnen redet und auf einmal und halt so tut, als würde er erschossen. Und mit dem Sound und so, der fällt quasi um und ah, das die ist schreien cool. Dann richtig. Alter. Jetzt könnte ich sogar richtig VR-Chat spielen, wo ich eine VR-Brille habe. Ja. Müsste ich auch mal ausprobieren, so zu tun, als würde ich sterben. Vielleicht, oh. Vielleicht so zu tun, als hätte man einen Schlaganfall, das könnte witzig sein. Das ist okay. Nein, 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 nein! Bitte, wer sind Sie? Raus aus meinem Haus! Werden Kinder für den Rest ihres Lebens traumatisiert? Die waren wahrscheinlich traumatisiert, wenn das nicht aufgeklärt wurde. Man darf es natürlich nicht übertreiben, ne? So entstehen diese creepy Reddit-Stories. Oh doch. Naja. Wie der Pokémon-Exorzismus oder so. Ich sag's euch, die haben sich am nächsten Tag auf dem Schulhof haben die das rum erzählt. Ja, da hat sich jemand umgebracht. Ja. Die Sache ist, heutzutage erzählen Kinder wahrscheinlich wirklich sowas aus dem Internet. Keine Ahnung, wenn die Fünfjährigen auf Omegle unterwegs waren, erzählen dann, da hat wirklich einer sich ausgezogen. Das sind die heutigen Creepypasta-Geschichten. Die haben nicht mehr so coole wie wir damals, wo wir über Sonic.exe geredet haben oder so. Okay, das muss ich jetzt einmal nachfragen, Gengo. Kennst du die wirklich die Geschichte vom Pokémon-Exorzismus nicht? Ja. Nee, sagt mir auf jeden Fall nichts. Es hat sogar zu X-Factor geschafft in die neue Staffel. Oh. Ja. Okay, dann kenne ich's.
Dann kennst du's. Nein. Also, es ist, es ging... Ich glaub dir nicht. Es war so ein Girl, das hatte so einen Internetfreund gehabt und, eines Tages waren die, der hat mal irgendwie so komische Andeutungen gemacht, okay, meine Familie irgendwie, die wollen einen Exorzismus an mir durchführen oder so ein Kram. Eines Tages, da waren sie dann einfach so im Call gesessen. Man kennt es, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gemacht. Und, dann plötzlich sind Leute in sein Zimmer reingekommen und haben ihm halt so eine Art Exorzismus durchgeführt. Aber keiner hat dem Girl geglaubt und sie hat den Typen nie wieder gesehen. Aber was hat das mit Pokémon zu tun? Keine Ahnung. Es wird nur der Pokémon-Exorzismus genannt, weil es mit Videospielen zu tun hat und Pokémon ist ein Video. Ich weiß nicht, es hat nicht mal was wirklich mit Videospielen zu tun, es hat mehr was mit... Man könnte, hätte es den Discord-Exorzismus nennen können oder so, aber keine Ahnung, vielleicht... Na. Vielleicht dachte sich RTL so, ja, die kennen nur... Unsere Zuschauer kennen nur Pokémon. Die Geschichte klingt auf jeden Fall ziemlich langweilig. Ja, aber sie ist wahr. Irgendwie schon. Also ey, das sind die meisten wahren Geschichten wahrscheinlich. Vielleicht habe ich es mir... Vielleicht habe ich es auch unspektakulär erzählt, aber in der Folge selbst war es eigentlich ziemlich creepy dargestellt, weil dann diese maskierten Leute da in seinen Raum reinkamen und hat er geschrien und so. Und das Girl war so, was passiert hier? Hilfe, Hilfe, ich bin in Gefahr. Ich brauche einen Erwachsenen. bitte helfen Sie mir. Ein Bötchen. Ja, Pokémon-Exorzismus. Kann ich weiterempfehlen. Nee. Okay, Frage. Bei welchem Pokémon würdet ihr am ehesten Exorzismus zuführen? Welches Pokémon seht ihr an und denkt euch so, ja, okay, Exorzismus, jetzt, sofort, du brauchst einen? Gengar. Ich meine, er grinst einen an, durchgehend. Moment mal. Ich hätte jetzt sowas wie Mimikry gesagt oder so. Ich muss überlegen. Den Tag habe ich einen Tweet gesehen, wo jemand geschrieben hatte, das ist objektiv gesehen das gruseligste Pokémon. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie der Name von dem ist. Ist das irgendwas aus der neuen Generation? Nee, aber es war aus einer Neujahren im Ganzen gesehen. Ich glaube aus der 5. oder so vielleicht. Es gab da auf jeden Fall, ich erinnere mich, es gibt ein Pokémon, so ein Beast-Ding, wie heißen die, so ein Ultra-Beast, das basiert auf einer Wespe, also das ist schon ziemlich creepy. Ich glaube, da steht auch irgendwas im Pokédex-Eintrag drin, dass es irgendwie seine Eier in andere Pokémon legt oder so. Das klingt an der Sache, die Game Freak irgendwo reinschreiben würde. Es war Deoxys. Ah, das Alien? Ja, genau. Ich lese ja auch gerade wieder in der Poké-Wiki. Ein Pokémon der Klasse DNS ist entstanden, als ein außerirdischer Virus mit einem Meteor auf die Erde kam. What the fuck? Das klingt gruselig. Außerirdischer Virus. Pokédex. Das ist so ein The Thing-Ding. Pokédex-Einträge sind manchmal super weird. Ja, das war halt irgendwie nur so ein Tweet, wo jemand ein gruseliges Bild gepostet hatte, wo ein Astronaut auf dem Mond einen Deoxys encountert. Und der Tweet meinte dann auch so, obwohl es so viele Götter und sowas in Pokémon gibt, ist Deoxys irgendwie das Unbekannteste. Niemand weiß, was es eigentlich wirklich ist und will. Es ist einfach eines Tages aufgetaucht. Aber weil ich das gerade lese mit dem außerirdischer Virus, wusstet ihr tatsächlich in unserer echten Welt, dass es durchaus viele... Oder ich glaube, es gibt zumindest einige Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass Viren außerirdischen Ursprungs sind, weil, ja, ich meine, man kann ja nicht mal wirklich sagen, ob Viren jetzt Lebensformen sind oder nicht, weil die bestimmte Eigenschaften von Lebewesen erfüllen, aber andere dann wiederum nicht. Wie Pilze. Da weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, Pilze gelten schon als Lebensform ganz. Aber bei Viren ist man sich auf jeden Fall unschlüssig. Deswegen gibt es halt einige Leute, die meinen, ja, vielleicht kamen die aus dem All. Ich meine, das würde zumindest erklären, warum man in all der Zeit keine Resistenz gegen sie entwickelt hat. Weiß ich nicht. Hab ich mal in einem Video gehört. Muss ich mal wieder raussuchen. Das ist eigentlich ganz interessant. Habe ich euch eigentlich von dem Vortrag erzählt, den ich auf der Leipziger Buchmesse gehört habe? Das war so ein Podcast von so ein paar UFO-Freunden. Oh, ich glaube nicht, nee. Du hast nur über dieses Bestiarium da geredet, was du dir gekauft hast. Das ist auch ziemlich cool. Ja. Die waren da so auf der Bühne, haben dann so über
Haben dann so ein bisschen darüber gelabert, hey, da sind Hinweise für Aliens da, dann kann man dahin zurückgehen. Aber das Ende von der Geschichte, wir haben noch 10 Jahre, bis die UFOs auftauchen, Leute. Wir müssen die Zeit weise nutzen. Die Leute haben es predicted. Wir haben Podcast, das heißt, wir müssen ihnen glauben. Okay. 10 Jahre noch, Leute. Dann kommen die Aliens. Aber das klingt so nichts aussagend. Passiert was Schlechtes, wenn die Aliens kommen, oder? Nö, die kommen einfach und dann müssen wir schauen, ob es was Gutes oder was Schlechtes wird. Also ich hatte funny fand, da war so ein Typ im Publikum, der hat dann so gefragt, ich meine, ich habe dem Vortrag auch gefolgt, aber natürlich ein bisschen, ich hatte meinen Spaß dran und er war dann so voll ernst, sie haben das und das gesagt, passt das irgendwie zum, keine Ahnung, Stein von Rosiante oder so? Der Stein so, ja, von Rosiante. Keine Ahnung. Es war irgend so eine. Er hatte irgendwas von so einer Steintafel oder so gemeint und hat man die auf der Bühne so. Ja, ja, klar, natürlich, das passt. Das hängt damit zusammen und damit. Und ich dachte mir so, was? Worüber redet ihr, Leute? Was ist denn los? Ich finde es gerade eher. Ich finde es gerade eher erstaunlich, dass diese zwei Männer mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen können, dass in 10 Jahren die Aliens kommen, aber sie können ihre Intention nicht deuten, obwohl sie hundertprozentig wissen, dass sie kommen. Vielleicht haben sie die Intention auch gedeutet. Ich erinnere mich auch nicht mal an jedes Detail aus dem Vortrag. Ach so. Kann auch sein, dass die Aliens freundlich kommen. Also das wäre zumindest wünschenswerter. Wenn sie böse Absichten haben, dann haben wir verloren. Wenn sie zu mir kommen, wird es erstmal eine Runde Majora's Mask. Das wäre sehr wünschenswert, weil ich würde gerne mit einer Alien-Crew durchs All fliegen und Alien-Weltraum heißt begehen in der galaktischen Hochsicherheitsbank. Ich sehe schon, Gengo wäre gerne Star-Lord. Ja. Ich meine, es ist okay, es ist, sage ich nichts gegen. Du kannst nicht sagen, dass das nicht cool wäre. Nee. Es ist quasi, so, als würdest du irgendwie mit ein paar anderen Ausländern zusammen so einen Rundtrip um die Welt machen, bloß durch die gesamte Galaxis. Ein Roadtrip, Leute. Ja. Wer nimmt die Snacks mit? Dann hättest und du auf, drei Kumpanen, Bliebel, Boop, Grimbo, Jim und der eisenharte Stahlmensch. Er bekommt keinen Namen, er ist so wie Vogelmensch. Er ist ein Roboter, die legen nicht so viel Wert auf Namen. Die legen keine Eier. Bei der Flucht sagt einer deiner Teamkollegen, Computer, starte das Schiff! Und dann hebt es ab. Einer sagt, Computer, zerstör dich selber! Nein, und fängt wirklich, der Conner an und meinte so, Prank. Aber der Computer ist auch Teil von der Crew. Keine Ahnung, stell dir vor, die würden dich mitnehmen und würden halt sagen, wir brauchen dich, Menschen sind die einzigen, die, keine Ahnung, denen Haare wachsen können und was weiß ich. Wofür die das brauchen, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Da ist jemand, der wird auf dich stehen. Das finde ich jetzt sehr interessant. Das ist, stellt euch vor, wir sind wirklich die einzige Spezies im ganzen Universum, die irgendwie Haare hat. Vielleicht eher, die Sache ist ja, die meisten Tiere, die meiden Menschen eher, weil die sehen, dass wir haarlos sind. Dass wir halt nur an ein paar Stellen haarlos haben. Und es ist für die meisten Tiere eher ein Zeichen dafür, dass wir krank sind. Und deswegen greifen die uns nicht unbedingt an. Ja, ich meine, habt ihr mal so einen kranken Vogel gesehen? Da würde ich mich auch nicht dran wagen. Genau, das denken die halt bei uns. Also es ist am effektivsten, eine Glatze zu haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, du musst schon ein paar Haare haben, damit es halt so aussieht, als würden die dir ausfallen. Aber wenn du halt komplett eine Glatze hättest und auch sonst überall rasiert wärst, dann würden die denken, okay, du wärst vielleicht eine Reptilie oder so und du hast sowieso keine Ahnung. Außer bei Fischen. Daniel, die Eidechse. Die denken sich, oh, cool. Fische denken sich, blub, blub. Oh, immer diese Fische. Blub, blub, habe ich recht, Fisch. Habe ich recht, Fischmensch? Das klingt so Fisch, und das ist ein Fischrassismus. Wenn auch meine Mitmenschen blub, blub. So propiziert werden wie blub, blub. Ja. Ich kann es dir nochmal sagen, ich würde mit der Alien Gang abhängen. Ich weiß nicht. Du machst mir das auch sehr schmackhaft. Ja, das ist so eine bunte Mischung aus verschiedenen Planeten. Ja. Du bist halt der Mensch. Die anderen sind. Du bist der Mensch. Und dann gibt es noch einen Glamgor, einen. Blaseball. Ein Octorianer. Mon Calamari. Mon Calamari, genau. Admiral Akbar. Mon Calamari.
Oh. Ich würde mit Admiral Petromin. Akbar reisen. Und du hättest deinen eigenen Chewbacca, der, aber er heißt Gloraka und er würde die ganze Zeit nur Gloraka sagen. Und seine Fähigkeit ist es, dass er nur Gloraka wegen gar keine Copyright. Haare hat, anders als Chewbacca. Chewbacca ist voll behaart, er hat nicht ein Haar am Körper. Ja, das ist eine Wirklichkeit. Hieß er Chewbacca, doch Disney hatte, egal. In Wirklichkeit sind das keine Haare, sondern mikroskopisch kleine Tentakel. Oh Gott, das macht's ja so viel gruseliger. mikroskopisch kleine Tentakel. Dann würdest du eines Tages eine Liebesaffäre mit dem Roboter eingehen. Würdest du, Daniel? Kommt drauf an, wie der Roboter aussieht. Wie C3PO. Ich würde ihn darauf programmieren. Oh, Alter, C3PO, wie geil. Alter, kennst du die Szene aus der 2D-Serie, wo er seinen Mantel auszieht und dann wird das Ganze viel zu sexy dargestellt und denkst dir so, wow, C3PO. Und nicht in der Öffentlichkeit. Ein Protokolldroide? Folgt doch mal diesem Protokoll und dann ziehst du deine Hose runter. Diese Sprache beherrsche ich nicht. Dabei kann ich 2000 Kommunikationsformen. Und dann wirst du angezeigt. Aber das ist meine Lieblingsszene aus Angriff der Klonkrieger, wo sie da in dieser Druidenfabrik auf Geonosis sind und C3PO meint, Maschinen, die andere Maschinen bauen, wie pervers. Was? Ja, das sagt er, das ist eine Line von ihm in dem Film. Also ist das nicht so der Normalzustand? Normalzustand? Ist es nicht normal, dass Maschinen andere Maschinen bauen? Ich schätze schon, aber ich weiß nicht, ob Droiden das wissen. Also, die wissen nicht, wie sie geboren werden. Nein, der Speicher wird doch alle 2 Wochen gelöscht oder so. Außer du bist R2-D2. Ja. Hast du Sonderrechte? Ich meine, dem einen Prequel war ja auf diesem Fließband, wo die gebaut wurden. Ja genau, da sagt er das ja auch mit den Maschinen, die andere Maschinen bauen, wie pervers. Also meine Lieblingsline aus dem Film ist kurz danach, da sagte dann stirbt, was soll denn das? Stimmt, das ist halt sein Kopf auf dem B1-Kampfdruiden drauf montiert wurde. Ja, und der Kopf von dem B1-Kampfdruiden auf seinen Körper. Ich glaube, Angriff der Klonkriege... Das ist sowas wie Freaky Friday für die. Angriff der Klonkriege ist so ein Kackfilm, aber... Ich glaube, von all den dreien kommen da die besten Quotes, ich weiß nicht. Ja. Alles mit Jetstar Dexter ist genial. Ja, das ist der, ich mag keinen Sandfilm, das muss man ihm anrechnen. Das auch, ja. Ist das nicht auch der Film, wo er die Taskenräuber abschlachtet? Oh ja, ja. Und dann sagt er so, ich habe sie abgeschlachtet, ja. Wie Tiere! Die Kinder und die Erwachsenen und alle. Dann guckt Padme nur so und denkt sich so... Okay, coole Story, aber... Denke ich so, okay, ich muss mal kurz... ich geh mal leben. Geh mal kurz zum Senat. Ich geh mal kurz Milch holen. Ich hasse sie. Das ist auch der Film, wo Jar Jar Binks Chief Palpatine alle Sonderrechte gegeben hat, damit er diesen Krieg führen kann. Kriegsverbrecher. Miese Finken, dass Diktatur Gutes sein würde, sagt er. Im Geheimen war Jar Jar die ganze Zeit ein Supporter. Ja, hallo, Darth Jar Jar. Das war eine lustige Theorie. Also dann ist das Internet gekommen und hat das gemacht, was immer passiert, wenn man irgendwas Lustiges hat. Sie haben deine Familie aufgesucht und sie haben. Nee, keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel sehr spät erst in dieses Charlie und die Schokoladenfabrik-Game da reingekommen. Dieses Rip-Off-Ding da. Was? Hey, du weißt doch, was ich meine. Diese Fabrik da, die Charlie und Chocolate. Ach so. Die Wonka Experience, oder wie das? Ja, die Wonka Experience. Gute Billy. Ich finde halt so funny, aber zu dem Zeitpunkt, wie ich drüber gestolpert bin, war es im Internet schon wieder durch. Fanden die Leute es nicht mehr lustig. Die Leute fanden es nicht mehr lustig, als... Ich weiß nicht, ob es Universal war, aber irgendein Studio meinte, die wollten da wirklich einen Film zu machen. Ah ja, stimmt, das hatte ich mitbekommen. Dann hat halt keiner mehr Lust drauf. Vielleicht meine ich auch das. Vielleicht meine ich auch, dass irgendwelche großen Firmen oder so dann kommen und sagen, oh, wir machen aus diesem lustigen Internet-Meme jetzt mehr als es ist. Ja. Babenheimer. Aber stellt euch vor, da ist, keine Ahnung, Ryan Reynolds spielt die Hauptrolle aus irgendeinem Grund. Er ist Willy Wonka. Und dann, wenn er im Kino dann sagen würde, pass auf, Kleiner,
Es ist das Unbekannte. Der böse Schokoladenmacher, der in den Wänden lebt. Dann, das wäre Kinogeschichte. Das wäre der beste Moment in der Geschichte des Kinos. Ich liebe diese Line, das ist fantastisch. Das ist schon ziemlich stark, ja. Das ist der böse Schokoladenmacher, der in den Wänden lebt. Warum lebt er in den Wänden? Was hat er davon? Also, das ist die Wonka-Fortsetzung, die ich sehen will. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde demnächst mal in meine Wand vorbeischauen. Mal gucken, ob da wer in deiner Wand sitzt. Aber ist wieder das Unbekannte in der Wand, da muss ich den Kammerjäger rufen. Macht schon wieder Schokolade und schiebt sie durch die Steckdose. So bekämpft man sie. Hier ist das bei Mühlenheck. Aber nochmal kurz auf dieses Alien, auf die Alien-Crew zurückzukommen. Ich spiele momentan Jedi Survivor und da gibt's einen Charakter, das ist einfach eine Schnecke in so einem Raumanzug. Und das ist die Schnecke hat einen Schnauzbart. Und ist irgendwie übelst krasser Fischer und man kann halt den an verschiedenen Orten in der Galaxis halt finden, damit er dir immer einen Fisch gibt, den du in ein Aquarium tun kannst, in einer Kantina. Und der Typ erzählt halt davon, was für ein schreckliches Leben er hatte, dass er von Piraten irgendwie gefangen genommen wurde und auf dem Schiff halt dienen musste und sowas. Und da muss ich halt irgendwie immer dran denken, wenn wir über die Alien-Kumpels reden, weil ich glaube, das ist einer meiner neuen Lieblingscharakter aus Star Wars. Einfach nur diese blöde Schnecke in diesem Roboteranzug. Aber er hat so eine coole Stimme und er erzählt immer, als wäre er, keine Ahnung, Captain Eagle oder sowas. Meintest du jetzt Captain Eagle oder Captain Nemo? Ich meine schon Captain Eagle. Okay. Ah, immer dieser Captain Eagle. Captain Nemo ist auch ganz nett. Ja, aber ich denke, der kann auch gute Geschichten erzählen. Muss erstmal Captain Igloo appreciaten, der jeden Tag da raus segelt und mir Fischstäbchen bringt. Ja, genau. Genauso der Charakter halt. Der gute Captain. Fischstäbchen sind schon harte Kreaturen zum Fangen. Bist du ein Fischstäbchen-Freund, Daniel? Ja. Nimmst du sie gerne in den Mund? Unter anderem. Magst du es, wie sie sich in deinem Mund anfühlen? Ja. Bist du wohl ein schwuler Fisch, Daniel? Tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Also, das ist aber die South Park-Referenz. Einer war dafür hier. Der freut sich jetzt. Ich glaube, davon hast du mir ein Super Metroid erzählt. Ich erinnere mich da. An was? Ich glaube, da haben wir auch den Fisch-Six-Joke gebracht. Ist aber halt auch. Ist halt der beste Joke, der jemals geschrieben wurde. Also ist auch schwierig, den nicht zu bringen. Mhm. Mann, dieses Dorf ist gigantisch. Ja. Ich würde auch sagen, ich suche mir noch eine gute Stelle, wo ich das Boot hinsetze. Und dann schauen wir uns mal das Endergebnis an. Wisst ihr was? Oh ne, ich wollte dieses Boot da irgendwo auf so eine kleine Platte irgendwo in der Mitte packen, damit es nirgendwo hinfahren kann, aber das Spiel lässt mich nicht. Packen wir es hier neben das Windmühlendorf. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Wir haben hier eine schöne Siedlung. Wir haben das Windmühlendorf. Wir haben hier sehr viel mit Bahnnetzen. Es ist ein bisschen schwierig mit Wasser und Bahn, das verträgt sich einfach nicht gut. Aber das Gebiet hier drüben gefällt mir gut. Da sind mehrere Biberdämme, so eine richtig schöne Flussseenlandschaft. Das erinnert mich an Donkey Kong Country 3. Ja, tatsächlich. Die erste Welt oder so. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich mag allgemein diese Flusslandschaften. Ich habe hier drüben noch mehr gebaut. Die beiden Lücken kriege ich wohl nie gefixt, weil ich glaube, es gibt keinen Teil, dass da irgendwie Wasser und... Naja, das untere vielleicht, das in der Mitte niemals. Es gibt keinen Teil, das Wasser und Schienen so miteinander vereinen kann. Drüben ist die Waldregion. Drüben ist, dafür habe ich gerade die perfekte Platte in der Hand. Super. Hier. Das beste Schienennetz der Welt. Das sind drei ganze Häuser. Habe ich irgendwo noch Schienen? Ich kann noch einen Zug setzen. Da sind meine Bahnnetze. Schade, meine Bahnnetze sind, glaube ich, gerade alle geschlossen. Der Zug, also packen wir den Zug da ein.
Aber ja, ich denke, wir haben eine nette kleine Welt erschaffen und ein bisschen über Aliens geredet. Ich denke, das ist der wahre Sinn von Weihnachten. Bye. Bye.